Vor einem Monat geschah in Deutschland etwas Beunruhigendes. Durch eine Zeckenart, die normalerweise nur in den Tropen zu finden ist, wurde eine Krankheit, die bei uns ausgerottet war, wieder eingeführt. Ich versorge dich heute kurz und knapp mit allen notwendigen Informationen, um dich zu schützen. Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Ich bin Samu und begleite dich in deinem Leben. Klimaerwärmung sei Dank haben wir jetzt die Hyalomma-Zecke in unserem Land. Normalerweise findest du diese Zecke nur in den Tropen, manchmal auch in den Subtropen. Wie erkennst du diese Zecke? Ja, hier ist mal ein Bild. Man erkennt sie an den gestreiften Beinen. Und auch, das sieht man im Bild jetzt nicht so gut, an ihrer Größe. Sie ist bis zu 5-mal größer als die Zecken, die wir normalerweise bei uns haben. Im Jahr 2017 wurden 35 dieser großen Zecken bei uns in Deutschland gefunden. Letztes Jahr waren es bereits 50 und die Tendenz ist steigend. Im Gegensatz zu den normalen Zecken, die eher passiv auf ihr Opfer warten, handelt es sich bei der Hyalomma-Zecke um einen aktiven Jäger. Das bedeutet, die Zecke visiert ihr Opfer an und läuft dann ganz schnell auf ihr Opfer zu und kann diese wirklich hohe Geschwindigkeit im Gegensatz zur normalen Zecke am Stück bis zu 100 Meter halten und ihr Opfer somit verfolgen und zubeißen. Sie überlebt mittlerweile auch unsere milden Winter. Wenn du so eine Zecke siehst, dann kannst du, wenn es deiner Ideologie entspricht, diese fangen und zu Forschungszwecken an die Uni Hohenheim senden, die für diese Zecke und die Forschung, die damit zusammenhängt, zuständig ist. Oder bitte einfach an ihrer Schnelligkeit und an ihrer Schönheit erfreuen. Die Adresse zum Einsenden, das findest du unten in der Infobox. Kriegspest. Ja, das ist die Krankheit. Und was ist eigentlich die Kriegspest? Wie der Name schon sagt, waren die Bedingungen während des Krieges mit den schlechten hygienischen Umständen die Zeit, wo sich auch diese auch Lazarettfieber oder Faul- oder Fleckenfieber genannte Krankheit epidemieartig ausbreitete. Diese Krankheit wird auch nicht nur durch Zecken, sondern auch durch Läuse und Flöhe weitergegeben. Die Krankheit wurde früher auch wie Typhus behandelt und man erkannte erst so Mitte des 19. Jahrhunderts, dass diese Krankheit eine eigenständige Krankheit ist. Es handelt sich konkret um eine bakterielle Infektion. Weswegen diese Kriegspest, die diese Hyalomma-Zecke in unser Land bringt, auch mit Antibiotika, Resistenz mal außen vor, das ist ja auch nur eine Problematik, behandelt werden kann. Allerdings sollte hier ein Muss stehen, da die Krankheit unbehandelt in ca. der Hälfte der Fälle tödlich endet. Also hier ist auch ein ganz klarer Fall von, ja, danke medizinische Forschung. Die Kriegspest begünstigt zusätzlich aufgrund des geschwächten Immunsystems noch andere Sekundärinfektionen, wie zum Beispiel eine Hirnhautentzündung, wie eine Lungenentzündung und auch wie eine Herzmuskelentzündung. Aber seit den 50er Jahren, des vorigen Jahrhunderts muss man jetzt sagen, galt diese Krankheit bei uns als ausgerottet und kaum einer kennt sie noch. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr einen Zeckenbiss habt und seht, hey, die Zecke, die hat gestreifte Beine, dass ihr bei euch sofort Klick macht. Was gibt es für Gegenmaßnahmen? Ja, also ganz ehrlich, Zecken, die sind das einzige Lebewesen, was einem die Freude in der Natur, zumindest in unseren Breitengraden, wirklich etwas trüben kann. Du weißt ja, ich lebe seit ca. 3 Jahren, so bis zur Hälfte des Jahres, in der Natur, teilweise in den letzten wilden Gebieten Europas. Und ich habe von Anfang an dieses Zeckenthema auf dem Schirm, weil ich eben nicht so typisch in der Natur aufgewachsen bin, sondern eigentlich die Hälfte meines Lebens vor dem Bildschirm verbracht habe und ernte dafür bei meinem Naturkollegen viel Spott und Häme. Sowas wie, bleib doch mal locker, da passiert doch schon nichts, Samu. Das sind gut gemeinte Ratschläge, aber für mich in diesem Thema nicht hilfreich. Zu viel Information oder generell Information ist nicht rückgängig zu machen. Ich weiß gar nicht, ob es zu viel Information gibt. Aber manchmal ist es auch nicht schlecht, aber wenn man die Information hat, dann hat man sie. Und Borreliose, Kriegspest und FSME, eine richtig fiese Entzündung, das sind reale Gefahren für dein Leben. Und ich sag dir was, ich hatte in all diesen Monaten, in dieser Wildnis, in den Tiefen der Wälder, keine einzige Zecke.
Ich hatte generell nur einmal in meinem Leben eine Zecke, als eine Freundin einen Ball ins hohe Gras geschossen hat und ja, ich diesen geholt habe, auch wenn ich daran ja, gedacht habe. Ich habe ihn einfach geholt und ich habe dann sofort gesehen und abgemacht. Seit diesem Ereignis meide ich zu 100% hohes Gras und das Berühren von Büschen. Keine einzige Zecke habe ich bekommen. Wenn die Zecke mit dir nicht in Berührung kommt, dann hat sie auch keine Chance, dich zu infizieren. Zecken fallen nicht von Bäumen, auch ganz wichtig, sondern sie werden sie in der Mehrzahl der Fälle von Gräsern und Büschen einfach abgestreift, wenn man daran vorbeigeht. Und natürlich kann man auch mal einen Busch anfassen, aber dann schaut man sich halt an, aber so aus Versehen passiert das nicht mehr bei mir. Und wenn es in der Wildnis gar nicht anders geht, obwohl man mit Geduld auch in der Wildnis erstaunlich lange ohne Kontakt zu Sträuchern und Gräsern auskommen kann, wenn man bewusst läuft, dann habe ich alternativ immer eine Zeckenhose und Zeckensocken im Gepäck, die ja, ich mir dann einfach überziehe. Ich habe dir die unten auch verlinkt. Diese schützen zu 100% gegen Zecken. Ich ziehe aber ungern diese Kleidung an, weil sie ist mit Nervengift imprägniert. Was zwar für uns unschädlich sein soll, aber man weiß ja nie. Aber im Zweifelsfall entscheide ich mich dafür, das anzuziehen. Aber sie sind absolut zuverlässig, was Zeckenschutz angeht. Was ist aber nun, wenn ich mal im Gras sitze oder mal liege oder barfuß durchs Camp laufe? Entweder ja, jedes Mal direkt absuchen, ist es möglich, oder man greift auf einen Zeckenschutz zum Eincremen zurück. Also ich habe persönlich ausprobiert Schwarzkümmelöl inklusive der wochenlangen vorherigen Einnahme. Ich habe ausprobiert Zitronella und ich habe ausprobiert Kokosöl. Ich hatte zwar keine Zecke in der Zeit, weil ich eh umsichtig war und sie eh nicht so häufig auftreten, aber sie sollen ja auch gegen Mücken soll das ja alles helfen und es hat alles nicht geholfen. Entsprechend vermute ich auch, dass sie nicht gegen Zecken helfen, wenn sie schon nicht gegen Mücken helfen. Und dann habe ich industrielle Produkte ausprobiert und ja, da gibt es einen glasklaren Sieger und zwar nennt sich der No-Bite. Keine Mücke, keine Zecke. Obwohl um mich herum alles gesummt und gezirpt hat und ich mitten in der Natur teilweise an Gewässern war. Allerdings muss man sagen, der Wirkstoff DEET, der ist nicht unumstritten. Es gibt mittlerweile einen relativ neuen Stoff, der nennt sich Icaridin und das soll hautfreundlicher sein. Ich hatte dann mal dieses Autan Special Protection, was dieses Icaridin beinhaltet, ausprobiert. Ist aber leider kein Vergleich mit No-Bite, was die Wirkung angeht. Mit No-Bite gibt es auch so ein Sachending, kann man auch Sachen imprägnieren, also die Decke zum Beispiel, auf der man liegt. Es darf dann jeder selber entscheiden, was er tut. Ich kann nur sagen, ich habe bestimmt schon 10, 20 Monate direkt in der Natur gelebt und keine Zecke gehabt. Und das, obwohl in jedem Rainbow oder jedem Gathering immer Leute Zeckenprobleme haben und Zecken auftreten. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, nicht zu impfen. Man kann sich ja gegen FSME impfen lassen. Was? Ja. Impfen ist ein Thema für sich. Wenn du von einer Zecke gebissen bist, dann hast du bei Borreliose sogar 24 Stunden Zeit, diese zu entdecken und zu entfernen, bevor der Erreger in dein Blut gelangt. Bei FSME ist es halt nicht so. Da hast du halt Pech gehabt. Die Kriegspest ist ähnlich wie FSME, schneller im Blut. Aber da könnte man sich theoretisch auch impfen lassen. Das darf auch jeder für sich selber entscheiden. Aber da ich die Erfahrung gemacht habe, dass man ziemlich sicher den Kontakt mit Zecken vermeiden kann, wenn man bewusst in der Natur lebt, verzichte ich trotz intensivem Naturkontakt auf Impfungen. Allerdings habe ich jetzt erst zu diesem Zeitpunkt, wie ihr, jetzt von dieser jagenden Hyalomma-Zecke gehört. Und werde es mal weiter beobachten, wie weit sich das ausbreitet, ob das wieder so eine Art Panik ist, die überbewertet wird von den Medien und ja, mir war es einfach wichtig, dich auf dem Laufenden zu halten, gerade wenn du auch gerne in der Natur unterwegs bist und siehst halt so eine Zecke mit gestreiften Beinen, dass du dann halt vielleicht mal eher doch zum Arzt gehst, wenn die dich gebissen hat, eben wegen dieser Kriegspest, um ja, einfach dann tatsächlich die Antibiotika reinzupfeifen, weil in der Hälfte der Fälle endet die Krankheit tödlich und wenn war es einfach ein Bedürfnis. Schreib mir unten in die Kommentare, ja, was deine Erfahrungen mit Zecken sind und ja, wir sehen uns dann unten in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video, dein Samu.